Kunden kostet nicht ein WLAN im Jahr. Wir haben einmal unseren WLAN-Router, an dem noch die Tado Bridge, vielleicht habt ihr auch ein Smart Home Gadget, das mit dran steckt, dann ist es eine realistische Rechnung. Wir haben jetzt aktuell 9,2 Watt, die wir verbrauchen. Das teilen wir durch 1000. Dann haben wir es in Kilowatt umgerechnet, das ist jetzt pro Stunde. Dann nehmen wir mal 24, haben wir das hier pro Tag, mal 365, haben wir ungefähr 80 Kilowatt, die wir im Jahr verbrauchen. Das müssen wir jetzt noch in Euro umrechnen. Wir nehmen pro Kilowattstunde mal 50 Cent. Die Preise steigen, wir sind jetzt irgendwo bei 30 Cent. Es entwickelt sich schon nach oben. Hoffen wir mal, dass es nicht so teuer wird, aber da einfach halber machen wir es jetzt mal 0,5 mal 50 Cent. Dann sind wir jetzt bei 40 Euro im Jahr. Teilen wir es nochmal durch 12, dann haben wir ungefähr 3,35 Euro pro Monat.